So Leute, Servus auf dem Vidas Channel. Wir sind heute mal wieder unterwegs mit der mega genialen Dunlop BMW S1000 RR, Baujahr 2020. Und ich habe mir mal wieder, wie immer, zur Aufgabe gemacht, ich will mal wissen, was dieses Ding läuft. Es ist so unnötig, weil es einfach total unwichtig ist. Aber ich mache mit euch jetzt ein bisschen 0-100. 100, 200 auf der Autobahn und dann schauen wir einfach mal, wie viel ich mich mal wieder traue, weil ich bin ja da ein absoluter Megaschisser. Der Slatti, glaube ich, bekommt dieses Motorrad auch irgendwann noch, und wenn ihr da den Topspeed dann noch mehr sehen wollt, dann müsst ihr wahrscheinlich auf seinen Kanal gehen, der schafft bestimmt nochmal 40 km/h mehr wie ich. Genau, so ein mega, mega geiles Motorrad. Wenn ihr wissen wollt, was ich von diesem Motorrad halte, dann müsst ihr das Testvideo anschauen. Das gibt es auch schon auf meinem Kanal, Link ist hier oben. Und ja, dann würde ich sagen, fackeln wir gar nicht lange rum und dann sehen wir uns jetzt bei den 0-100er Versuchen. So, dann würde ich sagen, erster Test 0-100. Ich habe überhaupt keinen Plan, wie dieses Motorrad so reagiert. Das werden wir jetzt gleich sehen. Ich habe auch keine Ahnung, wie krass das Ding in Wheelie geht. Dann schauen wir mal. Also mehr wie den ersten Gang werde ich wahrscheinlich eh nicht brauchen. Ja, okay, das war nichts. Das machen wir gleich nochmal. Da gibt es sogar Warnblinkanlage, weil ich jetzt stärker gebremst habe, Alter. Das war ein bisschen besser. Nur mal ein Versuch. So Leute, wir sind jetzt auf der Autobahn. Ich bin jetzt schon gespannt, was die Doppel-R jetzt so ein bisschen schafft. Allerdings muss ich mir jetzt gleich wieder eine neue suchen, weil so wie das hier ausschaut, wird es auf jeden Fall schon mal nix, da die Song. Allerdings bin ich mir ziemlich sicher, dass ich wieder nicht den allerhöchsten Topspeed schaffe, aber ich denke mal, so 299 laut Tacho wird schon irgendwie drin sein. Und ja, wenn ich jetzt mal ein freies Stück gefunden habe, dann würde ich sagen, sehen wir uns. Ich hoffe, ich kann noch ein paar 100, 200 machen und dann bis gleich, da die Song. Eine scheiß Autobahn. Junge, 304, Alter, was? Ich dachte, der Tacho darf nur bis 299 gehen. Hä? Was? Das ist mir wohl in Gang, dass der bei der BMW schneller geht. What, Alter? 304, was ist das für eine Geschwindigkeit, Mann? Oh, Leute, ey. So, wir fahren jetzt da schön wieder raus. Und dann hoffe ich, dass wir mal noch so ein paar Mal durchladen können. Ja, Junge. Das schaut gut aus. Thank you.
Dicke, heftig. Ich glaube, da wäre sogar noch mehr gegangen. Voll leck mich am Arsch. Also ich denke mal, wenn die nicht abgeregelt ist, boah, keine Ahnung, wie schnell die denn dann noch laufen soll. Also ich war jetzt bei 304 und das Ding hat nicht abgeregelt. Strange. Also anscheinend ging da echt irgendwas von mir vorbei, weil ich dachte eigentlich, bei 299 macht der Tacho quasi einen Cut. Ich dachte eigentlich, dass das so ein Gentleman's Agreement ist. Ja, also könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie schnell die denn dann laut Tacho läuft, weil also ich muss sagen, ich bin jetzt da ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, weil ich dachte wirklich, dass das eigentlich so ein internationales Gentleman's Agreement zwischen den Motorrädern ist, dass die Motorrad-Tachos nicht mehr wie 299 anzeigen eigentlich. Ja, dann ging da wohl anscheinend an mir irgendwas vorbei. Keine Ahnung. Also ja, ich finde, es ist auf jeden Fall schnell genug und ziemlich anstrengend. Wenn das Video gefallen hat, lasst den großen blauen Daumen da. Ein bisschen Topspeed habt ihr gekriegt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Servus, auf Wiedersehen.